Madam? Wart mal, Nick. Sorry, bin wieder da. Alles okay? Der große Baum. Auf dem Feld hinter der Scheune. Wer liegt darunter? Oh. Mein Cousin Leonard. Hab ihn nie kennengelernt. Wie lange ist es her? 50 Jahre? War eine Totgeburt. Meine Tante wäre fast gestorben. Sie mussten ihr die Gebärmutter rausnehmen. Oder die Eierstöcke oder so. Nick? Bist du noch da? Hört sich furchtbar an. Danke, Mann. Wir sehen uns auf dem Revier.
vorbei. Du hast in einer halben Stunde einen Termin beim Bürgermeister. Oh nein. Hey, ich kann Frankie Lane hören. Wie geht's ihm? Er hat einen halben Eimer Wasser gesoffen, also alles gut. Du wirst pünktlich sein, oder? Du übernimmst besser für mich, ja? Schon wieder? Fauler Sack. Immerhin haben sie euch nicht ausgeraubt. Thank you.
Nick, der Bürgermeister ist weg. Soll ich jetzt helfen? Nick? Alles in Ordnung? Okay, der Alarm geht in 10 Minuten los. Dr. Lomas! Adam. Adam. Oh.
Adam, ich muss dir was sagen. Ich bin im Keller. Und ich habe... Ed? Sollen wir anfangen? Also, warum erzählen Sie mir nicht von Ihrer Kindheit? Was wollen Sie denn wissen? Was Sie gespielt haben? Wie weit oben? Das Baumhaus ist wunderschön. War's auch. Kabine, Captain Roberts. Donnerkeil, Flanagan. Ohne meinen Haken kann ich das Schiff nicht entern. Ich glaube, der ist noch auf Skull Island, Captain. Den bringst du mir lieber ganz schnell, wenn du nicht als Fischfutter enden willst. Ed, Kumpel, komm mal bitte in mein Büro. Okay, Dad. Flanagan, alle Mann an Deck. Oi, Captain. Gouverneur Miller erwartet mich in einer höchst wichtigen Angelegenheit auf dem Vorderdeck. Arr, ich habe genug spanische Dublonen, um mir meine eigene Insel zu kaufen. Thank you.
habe ich Admiral Lorenz aus den Händen gerissen, nachdem ich das Schiff seiner Majestät versenkt hatte. Der Markt auf Skull Island sieht ruhig aus für diese Jahres. Na, da brat mir doch einer einen Storch. Will da etwa der Hutmacher Richard Longhand Evans meinen Haken verkaufen? Ein einzigartiges Stück von Richard Longhand Evans, dem besten Hutmacher auf Skull Island. Da hat mich einer überrumpelt und mir mein Zeug aus meinem Zeug geklaut. Wenn ich weiter so Schätze, Relikte und Talismane anhäufe, muss ich bald an Deck nächtigen. Geh zur Seite, getreuer Flanagan. Wir nähern uns dem Mahlstrom am Ende der Welt. Flanagan? Ans Ruder! Oder muss ich alles selbst machen?